Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und zu Hause, sehr geehrter Herr Kollege Cooper, ausdrücklich erwähnt, Sie beziehen sich, die CDU, in Ihrem Antrag auf Dokumente, die öffentlich abrufbar sind und Gesetzesvorhaben bzw. Initiativen der Landesregierung, die wir hier bereits in diesem Plenum mit teilweise großem Argwohn, wir aber auch mit besonderer Aufmerksamkeit begleiten durften und mussten. In der Sache sind wir bei Ihnen und bei dem Antrag und wie sich das ja auch in der bisherigen Debatte hier herausgestellt hat, kann eine Evaluierung nur im Sinne aller Fraktionen hier im Landtag sein. Und ich glaube auch nicht herausgehört zu haben, dass das irgendjemand anders sieht. Wenn man die Auffassung nämlich teilt, dass Kommunen von weiteren Belastungen durch neue Gesetzgebung fernzuhalten bzw. zu schützen ist. Erlauben Sie mir aber bitte dennoch, insbesondere in Bezug auf Aussagen von heute Morgen im Rahmen der Aktuellen Stunde, den Hinweis auf die Bundespolitik. Während der Aktuellen Stunde verwies Ihr Kollege von der CDU, ich glaube sogar beide, sowohl Hegemann als auch Biesenbach, ganz besonders unsere Fraktion darauf, dass wir nicht im Bundestag vertreten sind und wir deshalb hier im Landtag doch bitte keine Bundespolitik machen sollen. Ein Teil Ihrer Forderung, nämlich der zu Ziffer 4, zielt aber explizit darauf ab, dass dort nur Entscheidungen getroffen werden, die nicht zum Teil der Kommunen in NRW, zum Nachteil der Kommunen in NRW gereichen dürfen. Das ist soweit ganz in Ordnung. Ihr ehemaliger Fraktionsvorsitzender hier im Landtag, Herr Kollege Laumann, ist nun Teil dieser Bundesregierung, wie auch immer als Staatssekretär. Ihre Partei stellt die größte Fraktion im Bundestag und gestaltet genau diese von Ihnen angesprochene Gesetzgebung maßgeblich mit. Da stellt sich mir doch die Frage, ob der Landesverband der nordrhein-westfälischen CDU so weit von Berlin entfernt ist, dass er keinen Einfluss mehr hat. Und ob die schwarz-rote Bundesregierung, da spreche ich selbstverständlich SPD mit an, zu Ungunsten der Kommunen im Land NRW Politik betreibt. Wir glauben das eigentlich nicht. Beide Antworten interessieren mich natürlich brennend dann noch im Ausschuss. Und Herr Hübner wird sich dann auch entsprechend für die SPD da einbringen. Denn wir haben ja immerhin eine schwarz-rote Regierung im Bund. Und wir werden, wie angekündigt, mit der angemessenen Priorität diesen Antrag auch im Ausschuss behandeln, mitbehandeln. Die Lage der Kommunen NRW braucht dauerhaft unsere vollste Aufmerksamkeit. Da besteht, glaube ich, bei keiner Fraktion irgendein Zweifel. Wir Parlamentarier müssen in NRW dazu im Landtag die Dinge tun, die notwendig sind, dass wir mit der Landesgesetzgebung die Kommunen nicht überfordern. Allerdings würde eine heutige Zustimmung zu dem Antrag der CDU gleichsam bedeuten, dass die bisherige Politik im Bund nicht zielführend war. Ich bin gespannt darauf, wie die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag umgehen wird. Sollte es nämlich zu einer Anhörung zum Beispiel kommen, würden wir natürlich sehr gerne einige Fachleute der CDU aus dem Unterausschuss für Kommunales aus der 17. Wahlperiode einladen. Leider hat sich ja der entsprechende Ausschuss für die Wahlperiode für die laufende noch nicht konstituiert. Das soll aber, wie wir gehört haben, demnächst der Fall sein. Und vielleicht können diese Personen als Experten dann auch Licht ins Dunkel bringen, wer genau die Gesetzgebung der vergangenen Jahre und vor allen Dingen wie beeinflusst hat. Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir daher unter anderem daher natürlich zu und freuen uns auf die weitere Evaluierung auch der Fragestellung im Hinblick auf Bundesrat und Bundespolitik, genau auch in unserem Ausschuss hier im Landtag NRW. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz, für die Landesregierung.